Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Heute wollen wir mal Diamanten suchen. Deshalb sind wir ja letztes Mal hier in dieses Biom gefahren. Und ja, machen wir mal Licht aus. Und dann steigen wir mal aus. In der Hoffnung, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe jetzt mal. Okay, da kriegen wir ein Signal. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier keine großartigen Probleme mit anderen Viechern kriegen. Ja, ein bisschen Kupfer nehme ich gerne mit. Aber was ich viel lieber hätte, und wobei, das ist kristallines Aluminiumoxid, okay. Wir nehmen es einfach mal mit, weil es das halt nur hier gibt. Und es ist schon vorteilhaft, ein paar Sachen zu haben, die es nur hier gibt. Kristallines Aluminiumoxid. Was haben wir hier? Titanium. Boah, wir verlieren hier echt schnell Luft, ne? Da müssen wir echt aufpassen. Das hier ist Salz. Oh, ich würde fast schon gerne wieder zurück. Das hier baue ich noch ab und fahren wir gleich wieder zurück. Oh, wow. Okay, wir verlieren hier in der Tiefe so unglaublich. Wow. Und ich bin auch ganz schön weit von der... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Problem. Wow, okay. Das war ziemlich knapp. Okay, das Licht hier bringt gar nichts. Das war verdammt knapp. Ich auftauchen mit der Seematte macht jetzt auch wenig Sinn. Da wir ja so weit unten sind, dass das wahrscheinlich länger dauert, als wenn ich hier kurz ausharre. Wir können ja mal hier ein Stück vorfahren. Ich muss nur aufpassen, dass ich unter 180 Metern bleibe. Ja. Hier, schaut mal an. Hier, wo das Biom anfängt, da kann man doch auch sehr schön sich ausleben, hoffe ich. Okay, Luft ist wieder voll. Und ja, schauen wir mal ganz kurz, was wir alles so dabei haben. Mhm. Okay, vom Aluminiumoxid haben wir eine Menge dabei. Ist auch wieder Aluminiumoxid, ne? Nee, den Rest lasse ich jetzt mal hier. Ich brauche halt Diamanten. Das ist jetzt eigentlich gerade echt das Wichtigste. Idealerweise mehr als ein... Okay, ein Diamant, sehr schön. Was sagt die Luft? Okay, ich kann scannen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es bringt, die Dinger hier zu scannen. Aber... ja. Gold, okay. Wir werden das schon irgendwie finden. Okay, ich muss wirklich mega auf meine Luft aufpassen. Weil wir haben immer noch kein Kreislauftauchgerät, ne? Nö. Hier, das ist Diamant, glaube ich. Aber dafür bräuchten wir den super tollen Arm. Und dafür bräuchten wir erstmal den Exo-Anzug, den es gibt. Salz, so 37 Sekunden. Heißt für mich zurück. Vor allem, weil in der Tiefe sind es keine 37 Sekunden, sondern es ist deutlich weniger Zeit. So, hier ist noch was. Warten wir nochmal, bis wir ein bisschen Luft haben. So. Okay, Limestone Chunk. Ja, ihr seht hier, wir verlieren hier... Ja, es geht, also es ist nicht so schlimm wie im roten Bereich. Titanium. Suchen wir mal weiter.
Solange wir hier im Schiff sind, füllt sich ja wenigstens der Sauerstoff wieder aus. Wobei, boah, haben wir Energiezellen dabei? Ich glaube schon, oder? Ah, da ist Uran. Das können wir auch mal mitnehmen. Inventory full. Na super. Weg mit dem Blei. Haben wir noch einen Ersatz? Oh, wir haben keinen Ersatzakku. Okay. Ach so, das ist das Blei, ja. Wir haben keinen Ersatzakku für die Seemotte dabei. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir auf dem Weg vielleicht noch schnell irgendwas finden. Ich will halt nicht das Risiko eingehen, dass uns hier der Sprit ausgeht. Titanium raus. Und dafür lieber Uran rein. So. Ich will hier noch ganz kurz schauen. Vielleicht finde ich ja doch noch einen Diamanten. Jetzt ist hier der Saft aus, aber da haben wir genug. Da haben wir genug Batterien. Inventory full. Ja, Titan raus. Gold mitnehmen, Quarz mitnehmen. So. Also was wir auf jeden Fall brauchen bald, ist ein Kreislauftauchgerät, damit wir hier ein bisschen länger verharren können. So, 26% Akku. Das soll es dann auch gewesen sein. Wir haben unseren Diamanten. Gott sei Dank haben wir einen gefunden. Wo ist unsere Base da hinten? Weil jetzt können wir uns einen Lasercutter bauen und dann auch mal in das ein oder andere Wrack einsteigen, sagen wir mal. So, hier einmal durch das Kelp-Biom, 17%, oh wow. Ja, könnte besser sein. Licht ist eh aus, glaube ich. Eine Anzeige wäre schön, aber ich glaube, ich habe Licht ausgeschaltet. Denn sobald wir den Lasercutter haben, können wir auch mal in ein paar andere Wracks einsteigen. Und was ist das? Ein Solarpanel-Fragment. Das haben wir. Weil so haben früher alle Fragmente ausgeschaut. Das war damals noch leicht zu finden. Aber mittlerweile ist es ein bisschen schwierig geworden. Ja. So. Aber zumindest haben wir schon mal das. Tools, Lasercutter, Diamant, Batterie, Titan. Ha, ich habe sogar alles dabei. Das ist ja ein Traum. So, dann machen wir uns noch kurz Wasser. Dafür habe ich ja den Fisch mitgenommen. Oh, ich habe noch einen Fisch für Wasser. Sehr schön. Habe ich noch irgendwas zu essen? Nee. Und ausgerechnet, Essen ist momentan das größere Problem. Ja. Uran kann man wahrscheinlich eher schlecht essen. Ist nicht ganz so bekömmlich, würde ich mal vermuten. Oh Gott, so viel Blei. Ja, Gold können wir da noch reinpacken. Gold. Komm, ein Blei, das schmeiße ich jetzt mal hier raus. Zack. Blei brauche ich gerade wirklich nicht. So, das ganze Aluminiumoxid. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Salz machen wir auch da rein. Jetzt ist die Sache Essen. Suchen wir uns mal kurz ein paar Fischis, die wir essen können. Da war gerade noch einer. Ja,
Da ist noch einer, so ein Pieper. Die bringen relativ viel. Ja gut, jetzt haben wir erstmal drei Fischis. Jetzt schauen wir mal. Kochen wir die jetzt mal. So. Und verspeisen. Lecker schmecker. Okay, also ich hätte jetzt erwartet, ein bisschen mehr zu kriegen, aber gut, hilft ja nichts. Ja, was ich auch noch schauen wollte, haben wir eine Ladestation für die anderen Base Pipe Connector Connects to your Pipe to your Base. Das ist neu, wie es aussieht. Da brauchen wir dann wahrscheinlich keinen Strom mehr. Wenn ich da so mit Röhren arbeite. Boah, ich würde das was gern mal ausprobieren. Wir brauchen nur Titan dafür. Und für die komischen Röhren brauchen wir... Für die komischen Röhren? Solar Panel? Floodlight? Wo sind die Röhren? Ach, jetzt gibt es dafür die Röhren nicht mehr. Ich will trotzdem so ein Teil bauen. Zwei Titanium. Das kann ich gerne verschwenden. Einfach, ups, nur mal zu gucken, was der Gerät macht. Ups. So. Das da, das da. Jo. Jetzt habe ich da so ein Teil. Also es flutet schon mal nicht die Base, auch wenn es unter Wasser gebaut ist. Das ist schon mal sehr schön. Aber die Pipes, die sind ja auch nicht mehr, ne? Nee. Ja gut, jetzt habe ich das Ding da auf dem Dach. Ist ja eine schöne Deko. ansonsten bräuchte ich noch Silicon Cluster. Silicon Rubber, dafür bräuchte ich zwei Creepvines. Creepvine Seed Cluster, habe ich dafür genug? Ja, ich habe dafür genug Platz. Und dann verschwende ich nochmal zwei Batterien dafür. Nehmen wir das auch mal mit. Denn wir brauchen schon relativ dringend das Zeug. Hoffen wir mal, dass jetzt kein Stalker kommt. Ha, ich kann sogar vier mitnehmen. Ideal. Dann können wir jetzt schon mal zwei Silicon Rubber machen. Und ja, nee, so ein Stalker-Ei will ich jetzt nicht. Und dann kann man theoretisch zwei Energiezellen machen, wobei ich glaube, es kostet vier Batterien, ne? Okay. Aber wir könnten uns theoretisch Batterien machen. Also das wäre jetzt nicht das Problem. Jetzt machen wir erstmal Silicon Rubber. So. Dann haben wir das. So, ich brauche... Was brauche ich für eine Batterie nochmal schönes? Hier. Zwei Acid Mushroom und ein Copper. Eins, zwei, drei, vier Acid Mushrooms. Wir haben ja vorhin ein bisschen Copper mitgenommen. Jawohl. Dann machen wir uns einfach nochmal schnell zwei Batterien und dann insgesamt zwei Energiezellen. Dann haben wir da jetzt auch kein Problem mehr. So, jetzt schauen wir mal. Eins, zwei. Die sollten jetzt beide voll sein.
Logischerweise. 100%, 100%, perfekt. Und ich habe keine Batterien mehr. Hui. Ja, okay, ein paar normale Batterien hätte ich schon auch noch gern. Da ist noch eine. Oh. Okay. Wow. Dann würde ich gerne sogar noch... Noch zwei Batterien, doch. Noch zwei Batterien machen. 1, 2, 3, 4. Weil das Schlimmste ist eigentlich, wenn uns der Saft ausgeht und wir irgendwo rumtreiben. Dann haben wir ein Problem. Deshalb lieber zu viel Batterien als zu wenig. So. Jetzt haben wir zwei Powerzellen, zwei Energiezellen, Lasercutter, Repair Tool, Scanner. Okay, wir haben eigentlich soweit alles dabei, dass wir ein paar Wracks aufschneiden können. Oh, tut mir leid, Fisch. Es ist Nacht, jetzt muss ich auch noch das Licht einschalten. Was natürlich nochmal zusätzlich Energie verbraucht. Was ich jetzt nicht ganz so gut finde. Aber okay. So, hier war noch irgendwo ein großes Wrack. Wow. Normalerweise schwimmt der Wal doch nicht so. Okay. Mach, was du willst. Du bist ja friedlich. Und Fische, flieg nicht gegen mein Schiff. Ich sterb doch nur. Hier war doch irgendwo ein großes Wrack. Ich glaube, das ist noch weiter weg. 7% Energie. Hier sind auch noch Sachen. Okay, dann suchen wir erstmal hier im Giant Mushroom, weil hier ist es friedlich. Also ich wüsste jetzt zumindest von keinen gefährlichen Tieren. Es kann natürlich sein, dass mit dem letzten Update da gefährliche Tiere eingefügt wurden. Ich würde mir aber wünschen, dass es nicht so ist. Denn so das eine oder andere ungefährliche Biom wäre schon auch mal schön. Da ist nur ein Bar. Oh man, 3%. Ich muss gleich aussteigen. Und das finde ich nicht gut. Denn hier sind auch wichtige Fragmente auf jeden Fall. Irgendwo auf so einem Baum ist ein Wrack. Hab ich gelesen. Ich hoffe, es ist auch so. Wir müssen echt auch aufpassen, dass wir das Biom nicht verlassen, weil hier irgendwo außerhalb dieses Bioms Reaper rumgammeln. Ja. So, erstmal die Powerzelle tauschen. So, 100% Energie. Sehr schön. Da ist das Biom auch wieder zu Ende. Wo ist dieses Wrack? Das wäre halt auch viel schöner, wenn Tag wäre, dann würde ich auch mehr sehen und müsste meine Energie nicht mit dem Licht verschwenden, weil okay, hier ist es ja nee, ohne Licht ist es schon recht creepy. Schauen wir mal. Ich habe so das dumme Gefühl, dass ich hier nichts finden werde.
Es gibt doch mehr von diesen Mushroom-Biomen. Von hier bin ich gekommen, ne? Ich kann ja mal ganz kurz hier rein gucken, ob da irgendwas Tolles ist. Oh, das sollte ich nicht machen. Steigen wir mal aus und gucken hier rein. Okay, das ist eine Truhe. Ach, da war ich schon. Okay. In dem Biom hier gibt es auch noch Wracks. Da habe ich jetzt einen Laserschneider und dann finde ich einfach keinen Wrack. Es ist unfassbar. Okay, Haie. Ich will auch nicht zu weit hier weg. Oh Gott, die Viecher sind auch ekelhaft. Ich will nicht zu weit hier weg, denn ich habe immer noch ein bisschen Angst vor Reapern. Denen will ich mich nur mit einem richtig großen U-Boot stellen und das haben wir im Moment nicht. Ah, ich habe endlich das Wrack gefunden, das ich gesucht habe. Bin ich irgendwo dran gefahren oder hat mich irgendwas erwischt? Nein. So. Alles klar. Schauen wir da noch mal ganz kurz rein. Okay, Blumentöpfe sind schon mal sehr, sehr gut. Damit kann ich mir eine Basis endlich Essen anbauen. Und bin nicht mehr ganz so stark auf die Fische angewiesen. Ist das noch mal ein anderer? Nö. Kann ich da irgendwie Essen rausschlagen? Nö. Okay, hier geht's runter. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Oh, ein Bilderrahmen. Schön auf den Sauerstoff achten. Ich scanne jetzt hier mal alles ein, was ich so unmittelbar finde. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Nee. Hier irgendwas Scannbares? Kann man das Ding hier scannen? Nö. Vier. Irgendein Viech, das uns tötet. Ich hoffe nicht. Okay, Scanner. Noch etwas Schönes für Pflanzen. So, wenn uns die Luft ausgeht, dann schwimme ich gleich zurück zum U-Boot. Und den Rest erforschen wir dann das nächste Mal. Wir sind schon bei 24 Minuten fast. Das Video darf ja auch nicht zu lang sein. Sonst wird es ja auch wieder langweilig. So, hier können wir reingucken. Ohne Batterie, das gefällt mir. Ah ja, genau. Die Tür hier müssen wir aufschneiden. Ist hier noch irgendetwas anderes, was wir looten können? Offenbar nicht. Okay. Dann fahren wir mal zurück. Und es ist mittlerweile Tag. Schön. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Da schneiden wir die Tür auf und plündern den Rest dieses Wracks. Also, bis dann. Ciao.